Stellt euch mal vor, Games Workshop würde von heute auf morgen pleite gehen und nicht mehr existieren. Was würde aus dem Tabletop-Hobby werden? Würde Warhammer eingestellt werden? Würde das Tabletop-Hobby langsam dahinsiechen? Dieses Gedankenexperiment, na, dem gebe ich mich jetzt mal nach. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moini, ihr hippen Dudes und Dudarinas, herzlich willkommen zur aktuellen Gedankengrütze aus dem Deist Malbunker. Ich rede heute über eine Sache, ein Gedankenexperiment sozusagen, wo ich erstmal liebe Grüße Richtung Tablepod schicke. Der Podcast hat nämlich im Endeffekt sich diese Frage gestellt und ich fand das so interessant, dass ich selbst mir so ein paar Gedanken darum gemacht habe. Das kann man im Endeffekt als Antwort an den Tablepod zu ihrem Hauptthema von ihrem letzten Podcast vom, na, was war das? Auf jeden Fall Anfang April sehen. Stellt euch einfach mal vor, Games Workshop würde nicht mehr existieren. Was würde dann passieren mit dem Hobby? Natürlich ist es ganz klar, das passiert nicht so schnell. Games Workshop ist ein Aktienunternehmen, eine AG, dessen Aktien so hoch sind wie, also, oh, wow, das Unternehmen ist extrem erfolgreich. Die Aktie ist teurer als die von Hasbro, der Wert ist weitaus höher als bei vielen anderen und dementsprechend glaube ich nicht, dass das so schnell funktionieren wird, vor allem, weil sie auch immer wieder Gewinn einfahren. Dennoch, einfach ein schönes Gedankenexperiment wäre das definitiv mal. So haben sich die Potties sich das mal vorgestellt, was würde passieren, haben da so ein paar Ideen gehabt und ich habe mir gedacht, ach, das mache ich doch auch einfach mal. Also, würde Games Workshop von heute auf morgen nicht existieren mehr? Also nicht, weil sie von Außerirdischen entführt wurden, sondern bleiben wir realistisch, keine Ahnung, weil sie pleite gehen würden. Was würde als erstes mit Warhammer passieren? Also der Warhammer-Marke. Und ich würde sagen, es gibt, beziehungsweise was den Tabletop-Bereich angeht und der Warhammer-Marke, also, man muss es eigentlich miteinander verbinden und ich würde sagen, es gibt zwei Szenarien. Variante Nummer 1, Games Workshop geht pleite und wird von einer anderen Firma übernommen, beziehungsweise vielleicht wird die Firma nicht übernommen, aber die Markenrechte werden abgekauft, was ja nun mal häufig so ist. Dann könnte ich mir vorstellen, dass auf jeden Fall Warhammer weiterleben wird, aber wie und wo? Ich kann mir vorstellen, dass natürlich solche Firmen wie Hasbro zum Beispiel sofort zur Stelle sein werden, um zu sagen, alles klar, die Warhammer-Lizenz kaufen wir uns, weil Hasbro sind ja auch die Besitzer von damals MB und haben natürlich dann auch die Rechte an HeroQuest und wir wissen, HeroQuest war damals eine Zusammenarbeit zwischen MB und Games Workshop und dementsprechend wäre das der Weg relativ nah von Hasbro zu sagen, alles klar, wir würden jetzt die Games Workshop Marken bei uns mit integrieren. Ich kann mir vorstellen, dass es noch viele andere Interessenten gibt, aber ich kann mir vorstellen, dass Hasbro definitiv einer der interessanteren Hersteller ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie würde das Tabletop-Hobby weiter aussehen? Könnte es sein, dass Hasbro sagt, naja, wir wollen vielleicht mehr eine brettspielartigere Geschichte machen, wir wollen mehr in den Spielzeugbereich gehen oder würden sie sagen, wir machen genau das weiterstellen, übernehmen das Team mit und wollen dann auch Tabletop machen. Das ist schwer zu sagen und da kann ich tatsächlich auch wenig zu sagen, weil ich viel zu wenig Einblicke in Hasbro habe. Aber auf jeden Fall wäre definitiv die Warhammer-Marke gerettet und ich kann mir vorstellen, dass es dann auch weitergehen wird, auf die eine oder andere Weise. Vielleicht nicht mehr unter Games Workshop, dann unter Hasbro. Vielleicht würden sie aber auch einfach eine Unterkategorie aufmachen, die dann Games Workshop weiter heißen würde, einfach aufgrund der Marke. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, dass ein komplett anderer Player mit ins Feld kommt, wie zum Beispiel die Embracer Group. Die Embracer Group ist vielleicht nicht unbedingt jedem ein Begriff. Das ist im Endeffekt eine Firma, die vor einigen Jahren aus dem Nichts zu kommen schien und erstmal THQ Nordic hieß. Und, oder hießen die THQ Nordic oder haben sie THQ die Marke aufgekauft? Ich glaube, sie hatten die Marke THQ aufgekauft, die Namensrechte, und haben sich selbst umbenannt in THQ Nordic und wurden dann irgendwann zur Embracer Group und haben angefangen, alte Videospiellizenzen aufzukaufen. Und sie haben die nicht nur angefangen aufzukaufen, die alten Lizenzen, die ein bisschen lange brach lagen, sondern haben angefangen, tatsächlich auch Spiele wieder dazu rauszubringen mit diesen Lizenzen. Nicht unbedingt im AAA-Bereich, aber sie haben im Endeffekt alte Marken und den Fans alter Marken wieder das gegeben, was sie wollten und sind sehr, sehr erfolgreich damit, denn weiterhin ist die Embracer Group im Einkaufsrausch. Also die haben so viele Firmen und so viele Marken gekauft. Ich glaube, die haben jetzt sogar auch die Tomb Raider-Marke von Square Enix aufgekauft, die sie ja abgestoßen hatten. Also die gehören jetzt mittlerweile auch der Embracer Group und vor allem hat es sich letztes Jahr, 2022, oder was, 2021 schon mittlerweile, schon 2 Jahre her, auf jeden Fall, ich glaube 2022 war es das, dass die Embracer Group Asmodee aufgekauft hat und zwar den kompletten Asmodee-Konzern, nicht nur Asmodee Deutschland, sondern komplett Asmodee International. Das ist der erste große Einkauf gewesen von der Embracer Group, der mir bekannt ist, dass sie in den Analogspielbereich gegangen sind. Und was gehört dann zu Asmodee? Zu Asmodee gehören Fantasy Flight Games, Atomic Mars Games, dann natürlich die verschiedenen Länder, also
also die verschiedenen Länderdependancen von Asmodee, unter anderem auch Asmodee Deutschland. Und dementsprechend haben sie ein riesiges Portfolio an Analogspielen, an Brettspielen, also den größten Publisher rein für Brettspiele. Ich weiß gar nicht, ist Hasbro größer, aber Hasbro ist ja auch insgesamt im Spielzeugbereich. Auf jeden Fall einer der größten Publisher für Brettspiele hat die Embracer Group dann in ihrem Portfolio und auch diejenigen, die tatsächlich dann auch die starken Lizenzen von Disney haben. Die Star Wars Lizenz und sind natürlich dementsprechend auch im Tabletop-Bereich mit am Start. Es wundert mich, dass sie tatsächlich noch nicht Simon aufgekauft haben, aber wer weiß, das kann ja durchaus noch kommen, wenn sie merken, hey, das analoge Spiel, das mit den Figuren, das funktioniert auf ihre Weise. Ich könnte mir vorstellen, dass die Embracer Group da würde die Firma Games Workshop oder zumindest die Marke Warhammer zur Verfügung stehen, würden die auf jeden Fall sagen, alles klar, die kaufen wir uns. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass viel, viel mehr Videospielversoftung auf jeden Fall auch kommen werden, also mehr als wir jetzt schon haben. Es wäre durchaus spannend, das mal zu sehen, was daraus passieren würde, aber Warhammer würde definitiv weiterleben. Gehen wir zur Variante 2. Variante 2 wäre, die Firma geht down und die Rechte werden nicht verkauft, werden nicht weitergegeben, warum auch immer. Man weiß es nicht. Kann ja durchaus sein, dass die dann nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall würde die Warhammer-Spiele würden nicht weitergeführt werden. Die Stores müssten alle schließen und es werden keine Figuren mehr produziert und auch nicht mehr verkauft aus dem Warhammer-Bereich. Was für den ein oder anderen Hardcore-Tabletop-Spieler der Traum aller Träume ist, weil Games Workshop ist ja sowieso der Grund allen Übels und alles, was Games Workshop macht, ist ja sowieso scheiße, wäre in meinen Augen tatsächlich im logischen Blick zumindest auf kurze oder mittlere Reichweite der schleichende Tod des Tabletop-Hobbys in dieser Größe. Wie ich darauf komme? Nun ja, Games Workshop sind, wenn wir ehrlich sind, die einzigen aus unserem Tabletop-Bereich, die sich um Neurekrutierung von neuen Spielern kümmern, die sich wirklich Mühe geben, neue Leute in das Hobby zu ziehen. Die meisten Hersteller, die meisten Spiele begnügen sich damit, einfach zu sagen, alles klar, wir bedienen jetzt schon die bestehenden Hobbyisten und greifen sie einfach von Games Workshop ab oder gucken, wir wissen, alles klar, die sind schon im Hobby, die nehmen wir einfach mal mit und holen sie mit. Aber sehr, sehr wenig von diesen Herstellern, von den Ausstellern, von den Produzenten der Spiele haben Interesse oder aber die Möglichkeit, neue Leute ins Hobby zu ziehen. Das kostet natürlich Geld. Man muss natürlich raus aus der eigenen Komfortzone und rausgehen und was investieren und vielleicht auch ein bisschen Risikokapital in den Raum werfen, um zu gucken, alles klar, wir gehen jetzt dorthin, wo unsere Hobbyisten noch nicht sind, um sie dann im Endeffekt zu Hobbyisten zu machen. Also, würde Games Workshop wegfallen, dann würden halt auch die ganzen Stores wegfallen, die teuren Stores in den Innenstädten. Das heißt auch, dass viel weniger Laufkundschaft reinkommen wird. Das heißt, ergo, dass viel weniger neue Hobbyisten in das Hobby reinkommen werden. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da würden vielleicht aber auch die normalen Hobby-Stores, die unabhängigen Händler würden da vielleicht in die Bresche springen, denn die unabhängigen Händler haben natürlich noch andere Spiele im Angebot und funktionieren da vielleicht als Gateway sozusagen, als Eingang zum Hobby. Da würde ich entgegensetzen und sagen, naja, viele von diesen Händlern hätten es jetzt dadurch weitaus schwerer, weil für die Händler, die Tabletop anbieten, für die ist Games Workshop einer der größten Umsatztreiber. Natürlich verdient so ein Händler im Schnitt, hat eine Marge von 40% ungefähr auf die ganze Ware, die sie verkauft, aber Games Workshop ist einfach der Umsatztreiber. Games Workshop sind hochpreisige Produkte, die aber auch wirklich in Massen gekauft werden. Das heißt, würde Games Workshop nicht mehr existieren, Warhammer nicht mehr existieren, würde den großer Umsatz einbrechen. So, das auf kurze Distanz. Ich kann mir vorstellen, dass viele Läden auf die wirklich in die Schieflage geraten werden und wahrscheinlich sich umorientieren müssen und vielleicht mehr auf Trading-Karten, mehr auf Rollenspiel, mehr auf Brettspiele gehen würden und viel weniger Tabletop haben. Und das könnte für einige echt schwierig werden, beziehungsweise für uns als Hobbyisten, die einen Anlaufspunkt irgendwo haben möchten, könnte das schwierig sein, weil dann solche Anlaufpunkte vielleicht auch wegbrechen, weil einfach dann viel mehr andere Hobbys dort betrieben werden, als das, was wir mögen. So, und weil halt weniger rekrutiert wird, weil die anderen Firmen, naja, vielleicht auch nicht, aber die finanziellen Möglichkeiten haben, diese militaristische Sprache, aber im Endeffekt eine Neugenerierung von neuen, jüngeren Kunden zu gewinnen, und wir brauchen einfach jüngere Kunden, damit die älter werden, ne, und ins Hobby dann reinkommen, würde auf kurze Distanz die Gruppe der Hobbyisten schrumpfen.
Auch das ist natürlich für viele sehr, sehr elitäre Tabletopper der Himmel, weil dann muss man ja keine Zeit mehr in Strohfeuer investieren, die einfach dabei sind und uns einfach nerven und schnell wieder raus sind. Aber wir müssen auch überlegen, dass genau diese Leute dafür da sind, unser Hobby am Leben zu halten. Die ganze 40k-Community wird wahrscheinlich zerbrechen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auf andere Spielsysteme übergehen, dass die einen großen Push bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass aber viele dann aufhören, überhaupt dieses Hobby zu betreiben. Vielleicht nicht sofort, aber auf mittlere Sicht wahrscheinlich schon, wenn dann keine Updates kommen. Und viele, die halt 40k oder Games Workshop Spiele spielen, haben auch gar kein Interesse, andere Spiele auszuprobieren. Und wenn das dann vorbei ist, einige würden vielleicht wie bei Warhammer Fantasy dann sowas wie Ninth Age oder sowas weiterspielen. Aber wir haben es ja an Warhammer Fantasy gesehen, es wurde eingestellt und effektiv ist das tot. Also ja, natürlich, es gibt Ninth Age und es gibt noch ein, zwei andere Fluffhammer und so weiter. Aber nehmen wir mal die große Masse an Spielen und wie viele Spieler damit bei sind, effektiv ist die Community tot und hat sich verteilt oder hat aufgehört. Ist einfach so. Und würde jetzt der komplette Branchenprimus wegfallen, dann wäre das Gleiche das mit den Kunden. Und ich glaube, dass kein anderer Hersteller die Möglichkeit hat, so viele Kunden aufzufangen und die Gelder dann hat auf lange Frist dann auch zu sagen, alles klar, wir haben jetzt im Endeffekt gar nicht mehr die Möglichkeit, wenn jetzt alle abgegrast sind, die Games Workshop-Kunden abzugreifen und müssen jetzt anfangen, neue Kunden zu generieren. Die meisten können das nicht, die meisten wollen das vielleicht auch gar nicht und sind auch zu bequem darin und sind auch vielleicht auch wirtschaftlich gar nicht so aufgestellt, beziehungsweise von ihrem Konzept her, wie sie ihre Firma machen, gar nicht darauf aufgestellt, dass sie komplett Neukundengenerierung machen müssen. Ich sehe dann tatsächlich ein großes, großes Sterben von vielen kleinen Systemen und Herstellern, die dann sein werden. Ich kann mir vorstellen, dass der Bereich des Malens zwar immer noch groß sein wird, nicht des Spiels, des Malens, aber auch der wahrscheinlich kleiner sein wird, weil die Zugänglichkeit, der Zugang, das Gateway in das ganze Hobby würde dann tatsächlich sehr viel kleiner werden. Und ich denke, dass das auf eine gewisse Distanz, bis wieder ein nächster großer Hersteller kommt, der das Ganze übernimmt und im Endeffekt der Primus wird und mehr fürs Hobby macht, weil Games Workshop macht einfach viel fürs Hobby. Sie bringen neue Impulse rein, sie bringen neue Spieler mit rein und neue Designsprachen bringen sie mit rein. Ja, natürlich, andere Spieler haben natürlich auch neue Impulse mit drin, aber machen wir uns nichts vor. Der Großteil der Spiele, die auf dem Markt sind oder auf den Markt kommen, orientieren sich immer noch an Games Workshop System, um deren Kunden abzugreifen, weil sie unzufrieden waren mit dem, was da jetzt ist. Das ist zumindest meine Erfahrung aus mittlerweile sehr vielen Jahren in dem Hobby. Natürlich kann man sagen, irgendwann kommen die dann auch wieder, wenn jemand anders dann vielleicht das irgendwie mit übernimmt, vielleicht werden dann irgendwie die Rechte frei, keine Ahnung, was damit passieren wird, aber nehmen wir als bestes Beispiel mal Battletech. Battletech war de facto tot. Ja, es gab hier und da gab es ein paar Clubs, die es gespielt haben, aber Battletech war de facto tot. Die Lizenz war halt da und wurde hier und da auch ein bisschen fortgeführt, aber es hat wirklich fast niemand mehr gespielt, bis auf die alten Herren, die damals schon mit dabei waren. Jetzt mit Alpha Strike haben sie etwas Neues gemacht, und zwar sie haben das Spiel so stark vereinfacht, dass es auch neue Zielgruppen angesprochen hat. Das hat nicht nur alte Leute zurückgeholt, sondern wirklich neue Zielgruppen angesprochen, die wahrscheinlich aber auch schon im Hobby drin waren. Also ich würde nicht sagen, dass von einem Kickstarter zu einem Tabletop oder zu einem Miniaturenspiel, dass da jemand auf der Straße sagt, oh, den Kickstarter, den mache ich jetzt natürlich mit. Da wurden natürlich aber auch neue Leute, beziehungsweise alte oder schon bestehende Hobbyisten rekrutiert, die aber jetzt Battletech einen neuen, wirklich großen Push gegeben haben. Und warum? Weil das Ganze einfach zugänglicher gemacht wurde und nicht in dem alten Mifi damals war. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Zugänglichkeit und der Zugriff auf neue Leute unglaublich wichtig ist. Und wir alle, selbst wenn wir die Games Workshop spielen, nicht aktiv spielen, nicht mal mögen, ist Games Workshop für unser Hobby unfassbar wichtig, weil wir die Möglichkeit dazu haben, beziehungsweise weil das Hobby die Möglichkeit hat, durch Games Workshop mit seiner riesigen Marktmacht zu existieren. Weil die meisten Hersteller sich an Games Workshop orientieren und Games Workshop einfach die meisten neuen Spieler in das Spiel bringt. Und dementsprechend glaube ich, würde Games Workshop pleite gehen, würde Games Workshop weg sein und die Marke Warhammer würde nicht mehr existieren, dann wird unser Hobby sich so stark verkleinern, dass aus der Nische wirklich ein Nischen-Hobby wird, bis vielleicht irgendjemand anders dann kommt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass dann Asmodee sagt, sowas mit Star Wars Legion kommt, jetzt investieren wir nutzen das, jetzt investieren wir, weil ich glaube, das wäre die einzige Firma mit der Embracer Group im Hintergrund, die sagen kann, okay, wir haben jetzt das Geld und ballern jetzt richtig raus und machen Neurekrutierung. Wir haben die Star Wars Marke, wir können jetzt rausgehen. Wir haben jetzt Games Workshop nicht mehr als Konkurrenz und wir können jetzt rausgehen und sagen, alles klar, wir gehen in die Spielzeugläden rein, wir gehen da rein und versuchen neue Leute zu rekrutieren. Alles möglich, aber ich glaube, das wäre alles eher auf die
auf den langen Weg, nachdem es eine ganz große Gesundschrumpfung, will ich das nicht finden, weil Gesundschrumpfung heißt ja, dass der Markt übersättigt ist, aber nachdem es eine Schrumpfung auf dem Markt auf jeden Fall gegeben hätte. So, das sind meine zwei Varianten, die ich so im Kopf hätte. Was würde passieren, wenn Games Workshop heute nicht mehr existiert? Es ist natürlich nur eine Gedankenspielerei und ich finde das aber mal schön, sowas zu machen, weil ich meine, wenn nicht Gedankenspielerei, ein bisschen Kreativität, was sonst ist unser Hobby? Und ein bisschen kreativ, ja, mag ich ja auch sein. Und wenn ihr sagt, ey, diese Kreativität ist total geil, dann unterstützt mich doch gerne hier, indem ihr dem Kanal ein Abo gebt oder einen Kommentar da lasst, am besten zum Thema. Oder aber ihr geht auf ko-fi.com, also coffee.com/deist und unterstützt Deist und das, was wir alles machen, damit nicht nur solche Gedankengrützen kommen, sondern wieder hochwertige Tabletop-Videos. Das wäre großartig und super. Was haltet ihr also jetzt von diesem Thema? Beziehungsweise, was sind eure Ideen? Was würde passieren, wenn Games Workshop plötzlich nicht mehr existiert? Schreibt das gerne in die Kommentare und ich bin gespannt, was ihr für kreative, gerne auch logische Schlussfolgerungen mit reinbringt. Also wenn das plötzlich der 15. Weltkrieg ausbricht und der Imperator sagt so, aus der Fiktion komme ich jetzt in die reale Welt und in diesem Multiversum werden wir jetzt alle zu Orks. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also schreibt doch gerne mal eure Idee, was würde passieren, wenn Games Workshop nicht mehr existieren würde von heute auf morgen mit der kompletten Tabletop-Szene insgesamt, welchen Impact das hätte. Das interessiert mich und da freue ich mich drauf. Ihr wisst aber ganz genau, seid alle nett zueinander in den Kommentaren und auch nett zu mir, denn sonst gibt's Kraftmaga für alle und das kann keiner wollen. Und ich gehe jetzt in die Sonne. Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show Deist supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Deist-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Deist und hilfst dabei mit, Tabletop Great Again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Deist hängt und lege das Schwarz an.